bin XRP, du bist ein Witz. XRP, wirst nie performen. XRP, oh XRP, spätestens Ende 2024 bist du nicht wie Phönix aus der Asche. Und setz alle Zeigen. XRP, to the moon. XRP, du machst uns reich. XRP, XRP, XRP. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen wünsche ich euch allen. Ich grüße euch natürlich alle. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, was sehen wir am Markt? Popcat geht auch wieder ab. Habe ich immer noch nicht. Aber natürlich auch XRP. Das sieht man natürlich jetzt wieder schön nicht, weil das blöde Bild von ihm mit der Hackfresse da vorne euch wieder alles verdeckt. Aber ich schiebe ihn mal so ein bisschen zur Seite. Natürlich hier schön mit 5%. Ist natürlich auch nur höchste Spekulation wegen morgen. Also mich wundert, dass es nur 5% ist und nicht 10%. Aber nehmen wir es einfach mal mit. Ist natürlich schön zu sehen. Wer immer noch nicht weiß, was morgen ist. Morgen ist das Sunshine Meeting von der SEC, was sie einmal im Monat sogar bringen. Und die Leute denken sich tatsächlich, dass Ripple über 150 Millionen Dollar ausgegeben hat. Kurz vorm Schluss ist des Prozesses, weil die Taurus nur noch entscheiden muss. Aber sie treffen sich jetzt, genau jetzt mit der SEC, um eine Einigung zu erzielen. Ja. Das denke ich nicht, aber ist ja auch egal, Hauptsache der Kurs geht hoch und wir haben ein paar schöne Tage natürlich dadurch auch gehabt. Aber es ist eigentlich ganz entspannt. Natürlich Bitcoin ein bisschen sehr verhalten noch wegen der Sache, da gehen wir auch nochmal gleich wieder drauf auf MTGOX. Aber es gibt sogar gute Nachrichten diesmal aus deren Richtung. Schauen wir mal, Israel habe ich auch, Trump habe ich auch. Und V-Chain natürlich. Ach, habe ich gar nicht. Doch, habe ich auch drin. Und ich habe ich weiß nicht, ob man das ernst nehmen kann oder nicht, weil dieses Gespräch ist eigentlich schon seit längerem bekannt. Und dazu hat sich Brad Geilinghaus schon öfters auch schon geäußert. Aber schauen wir mal in das Gespräch rein. Es ist natürlich von jemandem, der auf Plattform X, Jack the Ripper, ziemlich viel Boom immer macht. Bin ja nicht so ein Freund davon, aber hört es euch mal an. Es hat Brad Geilinghaus schon sehr oft natürlich sich dazu Ripple could be the next Bitcoin. Was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, natürlich, XRP habe ich auch schon öfters erwähnt, ist die verbesserte Version von Bitcoin. Nur natürlich, dass sogar auch Regierungen null Probleme mit dem XRP-Ledger haben. Auch die USA hat mit dem XRP-Ledger null Probleme. Die kleine miese Behörde hat nur ein Problem mit Ripple und was sie mit XRP gemacht haben, aber nie mit der Blockchain, muss man immer wieder sagen. Aber schauen wir natürlich weiter. MTGOX Bitcoin-Inhaber weigern sich unerwartet zu verkaufen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich meine, sie warten seit einem Jahrzehnt, ich glaube 2014 war die Börse hops gegangen, auf ihre Bitcoins. Damals haben sie die für 300, 400 Dollar gekauft. Wenn sie Pech haben, sogar 500 nur. Und wenn man bedenkt, du kriegst nach fast ein Jahrzehnt, ich sag mal, du hast 1000 Bitcoins damals gekauft, das ging, hat man ja noch halbwegs vernünftig hingekriegt. Und jetzt steht der auf einmal bei 66.000. Respekt. Aber gut, sie wissen auch, ganz klipp und klar, der Bullenmarkt kommt. Das sind Leute, die natürlich nicht verkaufen. Die wissen genau, was Bitcoin erreichen kann im Bullenmarkt.
Und da sind 66.000 wirklich noch ein Schnäppchen gegen im Endeffekt, ne? Bei dem, wo sie gekauft haben, sowieso. Und plus, was sie noch für einen riesen fetten Gewinn machen können. So, wo haben wir es denn? Das haben wir hier ganz weit unten. Jüngste Analysen von CryptoQuant deuten jedoch auf einen positiven Ausblick hin. Die Daten zeigen einen bemerkenswerten Anstieg der Bitcoin-Abhebung von Kraken, wo ja die kleine Menge von 47.000 hingekommen ist, nach der Verteilung an MTGOX-Nutzern. Dieser Trend deutet darauf hin, dass viele Empfänger ihre Bitcoin nicht verkaufen, sondern in ein Cold Storage verschieben, also in ein Hardware-Wallet, was möglicherweise auf eine langfristige Haltestrategie hindeutet. Das ist natürlich mega, ne? Und wenn sie, die sind natürlich auch clever, ne? Die wissen genau, okay, der Bitcoin-ETF, der wird im Bullenmarkt auch noch mehr Schwung reinbringen. Bei Bitcoin, natürlich kommt da noch der Pump, dann kommt natürlich noch die Mining-Industrie, die ganzen Verarschungen, ne? Sprich die ganzen Manipulationen, was Bitcoin natürlich noch enorm nach oben bringt. Warum soll ich jetzt bei 66.000 verkaufen, wenn er, ich sag mal, auf 150 bis 300.000 geht, ne? Dass ich lieber doch da in dieser Gewinnspanne verkaufe. Also clever sind sie natürlich. Aber das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen für uns, besonders auch am Markt, muss man ganz klipp und klar sagen. Deswegen rutscht Bitcoin, muss man klipp und klar sagen, auch nicht tief runter. Ich habe eigentlich sogar auch erwartet jetzt, okay, Bitcoin kratzt die 55.000 sogar wieder an. Aber wir können noch ein bisschen aufatmen und nochmal abwarten. So, Israel wählt 14 Teilnehmer für die digitale Shekel Challenge aus. Digitaler Shekel ist ihre nationale Währung, also der Shekel, und natürlich auch wird in CBDC gearbeitet dran. Im Mai stellte die Bank of Israel die digitale Shekel Challenge vor und lud die Teilnehmer ein, neuartige Anwendungen für digitale Zentralbankwährung unter Verwendung von Applikationen, Programming, Interfaces vorzuschlagen. Es wurde von einer ähnlichen Initiative der BIZ und der Bank of England, dem Projekt Rosalind, inspiriert. Sagen wir jetzt mal nichts dazu. Ne? Rosalind haben wir durchgenommen, wer sich noch daran erinnern kann, roch sehr stark nach einem gewissen Unternehmen aus Kalifornien. Heute wurde die Auswahl von 14 Teams bekannt gegeben. Angesichts der tiefgreifenden technischen Fähigkeiten in Israel ist es nicht verwundert, dass etwa ein Dutzend des Teams aus Israel stammen und leider auch ein bisschen Verbindung zu diesem kalifornischen Schmutzunternehmen haben. Die vollständige Teilnehmerliste lautet: Stücke aus Gold, Brinks Israel LTD, Coty, da ist der kalifornische Unternehmen mit dabei, Credit Technologies GmbH, genauso, Team Energy unter der Leitung von Schieß mich tot, keine Ahnung, Feuerblöcke ist leider auch das kalifornische Unternehmen mit dabei. Idemia, Friends, Kima Finance, Open Finance GmbH. Ah, ja, da ist es auch dabei. Null mal bezahlen, keine Ahnung. PayPal Israel, Quidit, Schwa. Team Levan unter der Leitung von Doron Azor. Also ihr seht, leider muss ich es immer wieder sagen, oder ich habe es ja gesagt, Kalifornien, wer es nicht weiß, San Francisco liegt in Kalifornien. Und von daher warten wir natürlich mal ab. Und die israelische Nationalbank arbeitet natürlich, arbeitet sogar tatsächlich mit Ripple auch zusammen. Ich habe schon Dokumente gesehen. Ich muss die mal wieder raussuchen. Ne? Es ist schon fantastisch, wo Ripple natürlich überall drin ist. Trump entkräftet Berichte, Jamie Dimon und Larry Fink nicht als Finanzminister vorgesehen. Könnte ich mir aber gut vorstellen, eigentlich die beiden, ne? Weil ich meine, die beiden leiten ein wahnsinniges Unternehmen. Also Jamie Dimon ist ja der CEO von JP Morgan und Larry Fink, kennen wir ja alle, ist ja der Chef von BlackRock, ne? Also die haben wirklich Ahnung. Als Finanzminister kann man sagen, okay, die sind qualifiziert, ne? Nicht so wie, naja, in anderen Ländern, wo man keine Qualifikation braucht, um einen Ministerposten zu bekommen. Aber lassen wir es mal, ne? Das ist ja in jedem Land fast das Gleiche. Die republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Berichten zurückgewiesen, denen zufolge er im Falle seiner Wiederwahl den CEO von JP Morgan, Jamie Dimon oder Dimon, oder den CEO von BlackRock, Larry Fink, zum Finanzminister ernennen wolle. Also ich kann ihm eigentlich nur raten, dass er solche beiden vielleicht als Berater in sein Weißes Haus, in sein Kabinett holt, wenn er es natürlich schafft. Weil ganz klipp und klar,
die wissen genau, wie die Finanzlandschaft läuft, ne? Und die können ihn wirklich, glaube ich, sehr gut auch beraten. Also da müssen wir uns auch gar nicht drüber streiten im Endeffekt. Natürlich, das sind böse Jungs, wissen wir auch, aber wenn es um die Finanzwelt geht, hallo, die haben nicht umsonst so ein Unternehmen, was sie perfekt leiten im Moment, ne? Ich hätte euch auch noch einen Bericht zeigen können mit Brad Garlinghouse und dass er natürlich auch denkt, dass der XRP-ETF natürlich das BlackRock daran Interesse hätte wahrscheinlich, aber ganz ehrlich, das sind News, genauso wie das erste mit Bitcoin. Das ist schon lange alt, ne? Ich weiß nicht, wie es ja schon gesagt worden ist, man versucht das tatsächlich irgendwie auch neu zu trimmen alles. Das finde ich ein bisschen schade. VeChain integriert WTO für den Kauf von Emissionszertifikaten. Carbonas speichert 220 Kohlenstoffjahre. Das ist eigentlich eine geile Idee und eine geile Sache, weil WTO war ja mehr eigentlich nur für den Transport von VeChain immer gedacht. Jetzt kriegt WTO sogar noch mehr Anwendung. Also WTO könnte tatsächlich doch ein richtig geiles Schmutzding werden und wer weiß, vielleicht im Bullenmarkt schafft er den 1 Cent oder 10 Cent, ne? Und wenn man bedenkt, wenn man VeChain hält, ist das ein geiles passives Einkommen, weil WTO kriegt man, wenn man VeChain natürlich hält auf dem Hardware-Wallet, ich glaube auch ein paar Börsen hatten wir ja gestern auch, dann würde man sogar auch so gesehen jeden Monat natürlich gewisse WTO regenerieren auf seinen Account und dadurch natürlich auch ein passives Einkommen, muss man natürlich auch Steuern zahlen, außer man kauft WTO. Summe X natürlich selber und hält die ein Jahr, dann ist es was anderes. Aber ansonsten musst du natürlich auch Steuern darauf zahlen auf die WTO, wenn du die verkaufst. Wenn du nur VeChain hältst und du bekommst die WTO, ne? VeChain hat vor kurzem angekündigt, dass WTO zum Kauf von Emissionszertifikaten verwendet werden kann. Dies stellt einen bedeutenden Schritt für den Klimawandel dar und schafft Anreize für Initiative zur Verbesserung praktischer Lösungen. Ich muss dazu sagen, meine persönliche Meinung zum Klimawandel, früher war es das Ozonloch, dann war es die Umwelt, jetzt nennen wir es Klimawandel. Geht mir tierisch auf den Sack. Im Bereich mit VeChain finde ich das gut, weil somit kann VeChain tatsächlich, er springt ja auf diesen Trend absolut drauf rein und die Technologie ist ja wirklich darauf auch sehr gut abgestimmt. Solange es mir gute Prozente bringt bei VeChain, wäre es mir auch scheißegal, ne? Sollen sie mit dem Klimawandel weitermachen. Carbonas haben die Bindung von 220 Kohlenstoffjahren gefeiert. Ein Vorhaben, das durch den Kauf derselben mit WTO in ihrer D-App noch weiter unterstützt werden könnte. VeChain spielt durch seine innovative Technologie in seinem gesamten Ökosystem weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung umfassender Lösungen zum Klimawandel. Durch seine VeChain Tor Energy Projekt, das durch das WTO-Token und das VeChain-Token angetrieben wird, kann das Netzwerk Carbonas unterstützen, während sie sich für Fortschritt bei Lösungen zum Klimawandel einsetzen. Ganz ehrlich, das mit dem Klimawandel, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das sowas von tierisch auf den Sack geht, diese Verarschung. Aber wenn das uns natürlich sehr gute Prozente bringt bei VeChain, sollen sie es natürlich weitermachen. Da sehe ich absolut kein Problem mit. Ja, meine Lieben, das war ein bisschen dünn heute, wenn es um XRP geht. Da gab es wirklich nur Scheiße. Ne? Was war das? Ach ja, ich hätte jetzt Überschrift bringen können. XRP-Preisprognose durch Chartanalysten, was war das? 44.500% und $150 würde VeChain XRP dadurch bringen. Ganz im Ernst, nein, brauchen wir nicht. Ne? Solche Kurse können nur entstehen bei der Verwendung natürlich. Oder ich gehe wenigstens davon aus, dass es nur durch die Verwendung kommt. Aber nicht durch Bullenmarkt, nicht durch Pump. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und da kann ein Chartanalyst kommen, so geil er ist, und da mir sonst für komische goldenen Kreuze darauf skizzieren und alles, wo ich dann sage, ja, okay, $3, $4, 5, 6, okay, nehme ich auch noch. Aber $150, nein, es tut mir leid, das wird mit Pump nie passieren bei XRP. Aber nichtsdestotrotz, ich grüße euch und ich freue mich, dass wir wieder hier zahlreich sind. Ich bedanke mich bei 93 Zuschauern. Vielen, vielen Dank. Wir haben halt ein Sommerloch gerade. Merkt man immer stärker in der Kryptowelt natürlich jetzt nicht, was die Kurse betrifft, sondern eher was auch die News betrifft. Das liegt vielleicht auch daran, vielleicht sind die Unternehmen natürlich auch ein bisschen in Urlaub. Oder gerade bei XRP muss man ganz ehrlich sagen, Ripple hält im Moment ziemlich sich bedeckt. Ne? Sie lassen die anderen ein bisschen spielen und schauen wir mal, was wir im Herbst kriegen. Oder vielleicht schon Ende August. Sanremo, sonnige Grüße von Enzo. Grüß dich, Remo. Qualmis, moin. Turbo,
HPXRP hat auch nur Verstopfung und es entlädt sich alles auf einmal. Also wenn XRP seid, ich sag mir ja nicht seit 7 Jahren, weil es 2017 war ja schon ein geiles Jahr, bis Anfang 2018, aber von so Mitte 2018 bis jetzt Verstopfung hatte, oh, da möchte ich nicht wissen, was dann dabei rauskommt, mein Schatz, ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann geht die Hölle wirklich los. Holger K. Hallo MC, was mich sehr zum Nachdenken bringt, ist, wieso sollen die Regierung für sich für XRP entscheiden? Für Zahlungsmittel im Bankwesenbereich, wenn das amerikanische System bisher schon alles kaputt gemacht. Glaubst du, ob die sich dennoch für XRP entscheiden werden, nach so vielen Chaos, die das amerikanische System verursacht hat im Finanzsystem? Ich meine, XRP gehört ja auch den Amerikanern, beziehungsweise wurde es in den Staaten hergestellt. Pass auf, erster Punkt ist, Regierungen akzeptieren nicht XRP. Oder sagen wir es schon, XRP ja, aber die Blockchain. Warum akzeptieren die Regierung oder jede Regierung, jetzt nicht nur die Amerikaner, die Blockchain von Ripple? Muss man ganz klipp und klar sagen, es ist im Endeffekt eine Riesensauerei gegen die Kryptowelt, ne? Weil es ist im Endeffekt auch die perfekte Spionagesoftware, muss man ganz klipp und klar sagen, in der Finanzwelt, ne? Sie erfahren dadurch tatsächlich, was jeder Bürger überhaupt mit seinem Geld macht. Was alle mit ihrem Geld machen, darauf haben Regierungen Zugriff über diese Blockchain. Deswegen hat nie irgendjemand ein Problem mit Ripple-Technologie gehabt. Ja, die Amerikaner, ne? Wir wissen, wie die Amerikaner sind. Sie sind wie Heuschrecken, ne? Gehen sie in ein Gebiet rein, holen sich alles raus, was sie sich brauchen, machen alles kaputt und verpissen sich ins Nächste, ne? So sind sie eben halt. Ja, natürlich, es wurde ja in den USA entwickelt alles. Also Ripple ist ja in den USA, aber es ist immer noch ein globales Unternehmen. Und wenn es wirklich so brutal wäre, wie du es ja jetzt so beschrieben hättest. Ich weiß ja nicht, wie gut du dich mit Asien auskennst, aber Asien und USA, die mögen sich nicht. Und nicht erst seitdem die BRICS-Staaten und Russland mit kleinen Ukraine da was macht, schon vorher. Ne? Ich kann dir nur sagen, geh mal nach Japan und sprech mal in einigen Gebieten Englisch. Wenn du Glück hast, kommst du nur ins Krankenhaus. Wenn du Pech hast, hast du mehr als nur ein Messer im Rücken. Sie hassen die USA, sie hassen die Amerikaner. Und dann kommen wir wieder zum gleichen Punkt, warum benutzt SBI das Ripple-System? Warum ist der CEO von SBI Wirtschaftsberater? Ne? Von Japan. Ne? Ist beim Wirtschaftsministerium mit drin. Nee, beim Finanzminister. Ne? Als Berater. Und warum überhaupt Asien? Ne? Es ist nicht nur Japan, die einen Hass haben auf USA. Es ist wirklich komplett Asien da drüben. Ich glaube, außer Südkorea mag keiner die. Ich meine, ist ja auch verständlich, wissen wir ja auch wieso. Und von daher, nein, so darfst du es nicht sehen. Du musst es immer politisch, musst du immer weghalten von der Finanzwelt. Das ist eine ganz andere Welt und die Finanzwelt hat mehr zu sagen als die Politikwelt. Ist schwer zu glauben, aber es ist tatsächlich so. Speedy, Gruß in die Runde. XRP Olli, da ist er ja wieder, der Hühnerschrecker. Beste Grüße in die Runde. Hast du Best gekauft? Nee, ich habe GameGPT gestern gekauft und XRP nochmal. Best fange ich jetzt auch wieder an, ab nächste Woche. Toni, der einzig wahre, guten Abend aus dem sonnigen RLP. Was ist RLP? XRP-Boy, hallo MC, ich habe noch etwas Geld bekommen. Meinst du, wenn ich jetzt noch einkaufe, dass ich die Jahresfrist schaffen werde? Ja, das ist ein bisschen, also wie gesagt, ne, ich habe GameGPT gekauft. Ich muss damit natürlich jetzt auch warten. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der nächste Bullenmarkt, also für mich bis 2025, November, Oktober, November erst zu Ende ist, ne? Und wie ich ja schon sagte, und wenn du XRP kaufst, ne, selbst wenn XRP jetzt, sagen wir mal ganz klipp und klar, bis Ende des Jahres immer noch so beim Centbeträgen rumdümpelt, werde ich XRP weiterkaufen. Selbst wenn er dann am 1.1. wegen Verwendung 25 dann auf 200-300 Dollar springen würde, am 2.1. gleich. Und ich dann ja die ich bis dahin gekauft habe, nicht verkaufen tue, weil ich ja eben noch nicht steuerfrei bin mit den Positionen.
wäre es mir auch egal, weil wenn es losgeht, dann dauert das sowieso. Oder sagen wir so, ich gehe eh davon aus, dass XRP nicht mehr gravierend fallen würde. Und von daher, dann habe ich eben immer noch einen Grund, warum ich gerade diese Position, die ich bis dahin gekauft habe, nicht verkaufen werde. Ne? Ist noch ein Anreiz. Kirch, hallo MC, Grüße an alle. Indalo, Grüße aus Thüringen. Brillicoin, hi zusammen. Johannes, Grüße alle XRP-Verliebten. Einen schönen Abend. Krypto-Gärtner, moin. Quick, Fokus, Fokus Finanz. Kein Handel möglich. Nutzer wütend. Großer Ausfall bei beliebter Krypto-Plattform. Ja, ich habe gehört, Bison soll ausgefallen sein, ne? Stimmt, stimmt. Bison-Kunden sind wütend. Der Ausfall eines externen Dienstleisters führte bei der Krypto-Trading-Plattform zu massiven Problemen. Ja gut, okay, ganz ehrlich, das kann immer wieder passieren, ne? Kann auch technische Probleme sein, kann auch sein wegen Upgrade. Ich meine, oh, das bei Fokus schon rein, okay. Über die beliebte Plattform Bison können Kryptowährungen sowie Wertpapiere gehandelt werden. Ach, Wertpapiere auch, okay. Doch momentan kommt es zu Problemen, denn Nutzer können sich der bereits seit Dienstagabend nicht mehr einloggen. Unter anderem auf X macht User ihren Unmut Luft. Das ist aber ein bisschen brutal, ne? Wir haben jetzt schon, naja gut, wir haben Mittwoch. Ja gut, 48 Stunden muss man sowas immer geben, ne? Ist natürlich blöd, wenn Bullenmarkt ist und es gerade schön am Peak ist und du willst verkaufen und ja, Kacke, ne? Aber deswegen sage ich immer, sucht euch nicht nur eine Börse, sucht euch so 3 bis 4 Börsen, wo ihr verkaufen könnt. Okay, ja gut, was soll's, ne? Wenn externe Anbieter eben da Scheiße gebaut haben, die Software im Arsch ist dafür und da was blockiert dadurch. Ja, danke. 72 ist einfach gut. Ein herzliches Hallo an unseren Maestro und alle anderen. Sanremo geht nicht an mich. Startrampe. Gruß an den Großmeister, der Loge zur eisernen Geduld und die Vasallen. Und jetzt fühle ich mich langsam wie so ein König, der euch erobert hat. Psychobeule, hallo ihr lieben MC. Schade, dass du leider nicht meine Nachricht auf Telegram gesehen hast. Wir waren in Bremen und hatten uns gefragt, ob du Lust hast auf einen Kaffee hast. Oh, scheiße. Ja, nee, im Moment sowieso schlecht, weil hier bei mir im Haus verbreitet sich das C-Scheiß wieder, ne? Die C-Krankheit. Und ich fühle mich im Moment auch nicht gerade prickeln, ne? Da wäre ich auch nicht rausgegangen, ganz ehrlich. Weil ich weiß nicht, ob ich es habe oder nicht. Ich muss mich. Heute hat es ein bisschen angefangen mit Nase und so ein Scheiß. Und ich gucke mal morgen, ob ich mich mal testen müsste, ne? Wie es mir dann so geht. Und deswegen, also da wäre ich sowieso nicht gekommen. Kaleido, guten Abend. Johannes, hallo Remo, Mike Qualmes, Mr. Startrampe und alle anderen. Simbo, liebe Grüße nach Bremen und in den Rest der Rattenrepublik. Republiken. Hubal, hallo MC und Community. Hammageddon, hoi MC. Swind, stimmt das mit XRP, dass sie mit Apple kooperieren? Ja, das ist tatsächlich so. Sie kooperieren mit Apple, mit Google, also mit Microsoft. Was willst du noch wissen? Ja, es ist tatsächlich so. Aber das schon seit 2016. Microsoft genauso rein zufällig in der gleichen Woche kam die Bekanntgabe raus, dass sie mit beiden zusammenarbeiten und sind ja Konkurrenten, Apple und Microsoft, wissen wir ja, ne? Ist genauso eine Konkurrenz wie Ripple und Zwift. XRP Rocket, seid gegrüßt. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Dankeschön. Toni, der einzig Wahre. Ich wollte XRP kaufen, aber ich bezweifle, dass wir nochmal unter 0,5 Euro Cent bekommen. Das kann dir keiner sagen. Ne? Das könnte passieren. Warten wir mal den Donnerstag, Freitag ab. Wenn da nicht die Bombennachricht kommt von wegen, ja, wir haben uns geeinigt. Glaube ich nicht, dass XRP sich bei 62, vielleicht haben wir noch die 70 Cent, ne, wer weiß, was heute Abend noch kommt, sich halten wird. Ganz ehrlich. Quick. Servus MC, ich werde nach dem Bullrun meine Gewinne in Stablecoins umwandeln und von Bitpanda auf meine Tangem Wallet schicken. Will nicht sowas erleben wie bei Bison. Okay. Ist keine schlechte Idee. Nur die Frage ist, Bitpanda, was bieten die an? Ich glaube, Tether bieten die an, USDT. Ob der richtige ist, weiß ich nicht, ne? Wenn du hier, wenn, ich weiß gar nicht, ob Bitpanda auch USDC anbietet. Also USDC würde ich auch nehmen oder den Euro-C von Circle, okay. Aber bei USDT da weiß ich nicht, ob das wirklich so prickelnd ist, den zu nehmen.
Aber du kannst es doch einfach auch auszahlen lassen, das Geld. Auf dein privates Bankkonto und dann, wenn du meinst, okay, Wirtschaftslage sieht immer noch scheiße aus und ich habe eine Börse gefunden, wo ich USDC vielleicht kriege oder sonst irgendeinen anderen Stablecoin außer USDT vielleicht da dann reinstecken, ne? XRP-Junkie, auch von mir einen schönen guten Abend. XRP Rocket, das Video kannte ich schon von Brad. Ja, deswegen, ne, sie versuchen jetzt tatsächlich so Oldschool-News eben halt wieder als, oh, das ist neu. Auch der Scheiß mit BlackRock und der ETF mit XRP und ich glaube von Bloomberg und Brad Garlinghouse das Interview, das ist schon 3 Monate her und trotzdem, oder 4 Monate und jetzt kommen sie wieder mit den alten Kamellen, ne? Wo ich mir denke, ach Leute, wenn nicht, im Moment nichts gibt, ne? Dann ist das so. Ne? Habe ich doch auch jetzt gehabt. Ich habe jetzt nur den Titel nochmal geändert, XRP, neuer Bitcoin. Nur weil ich eben noch eine Sache von XRP reinnehmen wollte, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, aber ich habe ja schon gesagt, ne? Das ist ein bisschen was Älteres. Und von daher, sonst, ja gut, MTGOX habe ich dann, dann habe ich VeChain, dann habe ich, was habe ich dann noch? Ah, Alchemy Pay habe ich heute gar nicht geguckt, aber gut. Was soll's, ne? Dann gibt es eben mal nicht so viel XRP-News. Mein Gott, es ist Sommerpause. Es ist ein Wunder, dass überhaupt noch solche geilen News wie von MTGOX überhaupt rauskommt. Zum ersten Mal gechattet, Lord in Igoldini. Hey, du hast mich gestern abonniert. Oder folgst mir. Dankeschön. Ich habe eine Frage zu Mehrbix. Ist das Fake? Die wollen 200 Euro zur Verifizierung. Finger weg. Ich kenne Mehrbix nicht. Was ist Mehrbix? Aber wenn man schon von dir Geld will, damit du dich verifizierst, ich kenne das so, sage ich dir ganz ehrlich, das ist zum Beispiel bei Coinmercy, bei meiner Plattform, Mehrbix. Aha. Das habe ich meistens auf Scam-Seiten gehabt. Mehrbix. Aha, ist eine Krypto-Plattform. Also ich kann dir nur sagen, zum Beispiel hierbei, wo habe ich den Schmutzfink denn? Ach, habe ich hier gar nicht drauf. Auf einer meiner Hauptbörsen, die ist in Holland. Wenn du dich da zum Beispiel, wenn du dich da zum Beispiel registrierst, dann musst du das erste Mal 0,01 Cent denen überweisen, damit dein Bankkonto bei denen verifiziert wirst. Aber wenn dir jemand, kannst du dir ja mal auch angucken, ne? Die haben auch nur so um die, was war das, über 350 Kryptos. Ist in Holland, ist EU-reguliert, alles schick da. Es ist kein Affiliate-Link, brauchst du keine Sorgen machen, ich verdiene nichts, du verdienst nichts daran. Aber wenn dir wirklich eine Börse sagt, von wegen, ja, wenn du dich verifizieren willst oder dass wir das ausführen, musst du 200 Euro erstmal einzahlen bei uns. Finger weg. Absolut Finger weg. Das ist krank. Ergon. Ach, Argon. Siehst du, ich bin fertig. Guten Abend an alle miteinander. Magic Mike, guten Abend zusammen. Taucher, Grüße an die XRP, Rattenbande. Und den Oberrattenmann MC. Oh, hätte ich ja mal richtig schön langen Schwanz, ne? Ja, jetzt kommen wieder die komischen Gedanken bei euch, ne? Kann man beim steuerfreien Auszahlen die Tage zusammenfassen oder muss man Tag für Tag, was man eingezahlt hat, ich dann so auszahlen? Nein, du hast doch deine Kaufbelege. Und wenn du deine Kaufbelege hast, steht ja die Summe, die du von der Kryptowährung gekauft hast in dem Zeitraum immer, ne? Auf jedem Kaufbeleg, ne? Heute hast du 100 gekauft, gestern hast du 1000 gekauft, letzten Monat hast du 10.000 gekauft von der Summe. Solange du die Summe, die steuerfrei ist, insgesamt, ne? Und wenn du dann sagst, okay, ich habe 15.000, die sind steuerfrei, die habe ich über 4, 5 Monate gekauft, die zusammenverkaufen willst, kannst du das machen. Nur du musst diese Kaufbelege zusammentun, den Verkaufsbeleg natürlich für die 15.000 dann und den Auszahlungsbeleg für die 15.000, die du verkauft hast. Das kannst du machen so. Du musst nicht extra machen, ne? Oh ja, gut, ich habe jetzt 100 verkauft, dann verkaufe ich erstmal diese 100, dann habe ich die 9.900 gekauft am nächsten Monat, dann verkaufe ich jetzt am nächsten, nächstes Mal für nächste Verkaufsposition 9.900. Nein, nein, du kannst auch eine Gesamtsumme verkaufen. Das ist nicht Problem, das Problem. GoFox, ich dachte, heute startet die Riesenanwendung, weil es gestiegen ist. Nein, um Gottes Willen, das ist nur Spekulation wegen morgen. Ne? Das ist alles nur Spekulation.
XRP Rocket natürlich zusammenfassen. Wenn die Frist darüber ist für die einzelnen Coins, Tage, liebe Grüße. Nein. Ach so, doch. Nein, nein, Tag für Tag musst du nicht. Nur zusammenfassen, das reicht schon. Du hast ja die ganzen Kaufbelege, ne? Und das reicht dann ja schon. Solange deine ganzen Positionen, die du mit den Kaufbelegen belegen kannst, die Menge natürlich alle steuerfrei sind, 365 Tage, ich sag nicht 12 Monate, weil es gibt sowas wie ein blödes Schaltjahr, ne? Darauf muss man immer achten. Ne? Ob man im Schaltjahr ist und dann doch vielleicht nicht die 365 Tage dann erreicht hat. XRP Spreewaldgurke, Zuschauerserie, 150er Streamserie, hey, Alter, da packt jemand aber was raus. Hoffen wir bald die Nummer 1 hier beim Zuschauen zu sein. Ja, da musst du aber erstmal in die Schweiz fahren und Johannes abhalten einzuschalten. LeeXRPP, wo ist XRP Heiko? Keine Nachrichten mehr heute. Stream heute noch nach 30 Minuten vorbei? Könnte passieren, ne? Remmer, guten Abend. Man kann jetzt mit Bitcoin Ferrari kaufen. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ja, gut, das ist schon mal eine geile Sache, aber nicht jeder kriegt einen Ferrari, ne? Das ist das nächste Problem. Lukas, hallo MC und liebe XRP-Community. Wie viel Prozent von Swift wird Ripple übernehmen? Gar nicht. Sage ich ganz ehrlich, Ripple wird keine von Swift übernehmen. Das Swift-System wird über den XRP-Ledger laufen. Reicht doch, oder, die Aussage? Da kannst du dir ungefähr ausmalen, was darüber gehen könnte. Natürlich, wenn wir darüber reden, Ripple Blockchain, XRP, natürlich immer in Verbindung mit XLM Foundation, XLM Ledger, XLM, ne? Weil nur zusammen sind die das perfekte Überweisungssystem. Alleine, würde einer von beiden alleine dastehen, würde das System nicht funktionieren. Würde auch keiner übernehmen. Toni, der einzig wahre, da sind einfach die zwei gleichzeitig nicht da. Wer hat das genehmigt? Man vermisst XRP Heiko und Mr. Crypto sofort. Emhan, hallo, guten Abend an alle. Serafino, moin zusammen. Mercedes-Checker, heute offiziell Ethereum ETF durch. Ja, und damit ist es natürlich bewiesen worden, dass Ethereum in den USA kein Wertpapier ist. Es ist zwar nicht offiziell so gesehen von einer Behörde gemacht, aber diese kleine Drecksbehörde hat natürlich es genehmigt. Also kann man daraus rückschließen natürlich, dass Ethereum jetzt kein Wertpapier in den USA auch ist. XRP Night Riddler, hi MC und Gruß an die Community. Mercedes-Checker, morgen U-Boot-Fest, Wahnsinn. Habt ihr davon gehört? Hä? Okay. Habt ihr davon gehört? Nee, was für ein U-Boot-Fest. Trimmer, Graf Olaf fehlt auch. Richtig. Tolde du zwei auch. Weltglück. Hab heute gelesen, dass der XRP-ETF von BlackRock aufgestellt wird, hat brav Garlinghaus erwähnt. Nein, nein, ja, ich habe mir das auch angeguckt und ich habe mich gleich daran erinnert, das ist der gleiche Scheiß gewesen wie vor 3 Monaten, wo er natürlich behauptet hat auch, was ja auch logisch ist, dass natürlich der nächste nach Ethereum, das hat man glaube ich nicht gezeigt, natürlich nach Ethereum-ETF, wohl möglich BlackRock auch ein XRP-ETF in der Hinterhand schon hat, den er natürlich, ich vermute es auch, der wird natürlich kommen. Aber der wird natürlich erst dann kommen, wenn der Prozess zu Ende ist, weil vorher braucht keiner da anklingeln und sagen, hier, wir haben XRP-ETF, unterschreibt mal SSC. Ne? Da wird die SSC, solange der Prozess läuft, natürlich einen Stempel draufsetzen. Nö. Maximus, hallo an alle und einen schönen Abend, MC. Startup, Gruß und beste Genesungswünsche an Doc Azzarola, falls er das liest. Ja, er ist eigentlich ja von der Kur weg und mich wundert das eigentlich, ne? Olli ist auch nirgends. Lex. LeeXRPP. Ja, aber Olli kommt meistens ein bisschen später, ne? Er muss sich wahrscheinlich erstmal durch den Kriegboden wühlen. Tremmer, Olli ist auf dem Kriegboden. Tremmer, RLP, Real Life Pain, okay. Also, Startrampe muss nachher auch noch ein wenig XRP nachkaufen. Hab die neue Fritteuse 30 € billiger bekommen. Das
Warte wird in XRP angelegt. Ah, oh, ich weiß schon, wie du es gemacht hast, ne? Ist ja rein zufällig mal so runtergefallen, damit eine Kerbe drin ist und, oh ja, nee, 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 hier, neuer Preis jetzt. Ja, du Schlingel, Hauptsache XRP dann, ne? Brillicoin, wenn es Ripple und XRP nicht geben würde, welcher Coin oder welches Projekt wäre es dann? Was meinst du, MC? In welcher Hinsicht, um die Finanzlandschaft neu aufzustellen, um das wirklich so hinzukriegen wie Ripple? Ja gut, wenn wir darüber reden, dass wenn Ripple und XRP ja gar nicht existieren, würde es auch nicht Jed McCaleb geben. Ne? Und er hätte auch nicht die Möglichkeit dann gehabt, XLM ins Leben zu rufen, weil das ist ja daraus entstanden damals. Tja, kann ich dir nicht sagen. Ne? Das Problem ist, Ripple und XLM haben sich so breit gemacht in der Finanzwelt, dass man wirklich nicht sagen kann, wer könnte ähnliche Weise diese Position einnehmen. Weil die beiden Unternehmen, die arbeiten zusammen und die haben wirklich zu 100% null Konkurrenz. Null. Es gibt Systeme, die das natürlich auch können. Aber das sind nur kleine Blockchain-Unternehmen, die dahinter stecken, die keine Sau interessiert. Du musst einen Finanzdienstleister dahinter haben. Und dann kommst du in das traditionelle Finanzwesen rein. Und da ist nun mal Ripple überall drin. Es tut mir ja leid. Mit XLM natürlich. Mercedes-Checker, kaufe aktuell immer nur Coin, die steuerfrei sind. Dann kann ich die verkaufen und die neuen bleiben wieder stehen. Ein Jahr. Somit habe ich immer die gleiche Menge. Das ist auch nicht verkehrt. Mercedes-Checker, ja, Bison geht schon wieder. Keine Panik. Ah, okay, geht schon wieder. Ja, mein Gott, ne? Schlimmer wäre es, wenn die Nachricht gekommen wäre, Bison würde gehackt werden, eure ganzen Daten sind weg, eure ganzen Coins, die ihr da vielleicht drauf lagert, werden weg. Das wäre für mich so, wo ich sagen würde, oh, ganz böse. Aber ja, weil ein Systemausfall ist wegen Drittanbietern, die das innerhalb von 48 Stunden wieder geklärt haben, okay. Aber wie gesagt, das ist so auch einer der Gründe, warum ich sage, besorgt euch 3 bis 4 Börsen. Weil es kann natürlich auch im Bullenmarkt passieren. Wenn ihr nur eine Börse habt, dann wird es ziemlich beschissen, weil es kann auch sein, dass der Kryptomarkt sehr volatil ist, sprich, dass der extrem nach oben geht oder nach unten gerade geht und die Börsen machen dicht. Und dann wäre es gut, wenn man so 2, 3 oder vielleicht am besten 4 Börsen hätte, wo man sagen könnte, okay, vielleicht ist die Chance ja größer, dass man wenigstens eine hat, wo man dann verkaufen könnte noch. XRP Rocket, wie meinst du das? Meinst du, dass Swaps die alten, die steuerfrei sind? Ah, geht nicht an mich, geht an Mercedes-Checker. Brillicoin, Bison ist trotzdem seriös. Ja, natürlich ist sie seriös. Ne? Wir reden hier von Deutschland. Die BaFin hat schon ihr dickes Auge drauf. Dann arbeiten sie mit der Stuttgarter Börse. Da steckt natürlich auch BlackRock mit drin und SBI Holding, muss man auch sagen. Nein, Bison ist eine seriöse Börse. Und wenn sie mal einen Systemausfall haben, wie man ja jetzt gehört hat, wegen Drittanbieter, ja mein Gott, ne, das kann jeder Börse passieren. Schlimmer wäre, wenn Bison wirklich gehackt worden wäre. Dann würde ich wirklich sagen, oh Kacke. Aber so, okay, ist ein Systemausfall, 48 Stunden danach gebe ich jeder Börse Zeit, das schafft eigentlich auch immer jede Börse. Und dann läuft's wieder, ne? Startampe werde auch ein wenig V-Chain, Veracity und Alchemy noch holen. Wir haben auch wieder etliche Personalausfälle wegen dem C. Bis jetzt fühle ich mich noch gut, bis auf die üblichen Gebrechen. Ja, die habe ich auch jeden Tag. Aber es ist schon merkwürdig, ne? Links war dicht, jetzt ist mein rechtes Nasenloch dicht. Ich bin todmüde den ganzen Tag schon. Das sind bei mir immer die Anzeichen, es könnte sehr wohl sein, weil das taucht nur bei dem Scheiß auf. Und dann habe ich sowas bei mir hier zu Hause rumlaufen. Ja, was soll's, ne? Ist halt so. Hol ich mir meinen Urlaub wieder. Mercedes-Checker, also wenn du zum Beispiel 500 XRP steuerfrei hast, kaufst du jetzt 500 dazu. Wenn es dann steigt auf 10 Dollar, aber so, dann verkaufst du die 500 steuerfrei und hältst die anderen 500 einfach. Jo, XRP Rocket. Corona Gai ist schon immer und wird überbewertet. Aus einer kleinen Grippe wird sofort C gemacht. Ich sag nichts dazu, ne? Weil es ist ein empfindliches Thema. Ne? Ich habe mich auch nie impfen lassen dagegen. Natürlich, es gab schon immer Corona. Es ist immer ein Virus aus der Grippe
Reihe, sage ich mal. Es gibt ja über 1000 Grippestämme. Nur der ist natürlich, das ist ja wohl wirklich bewiesen worden, da kann man ja auch nichts gegen sagen, mehr oder weniger künstlich, was man auf uns losgelassen hat. Aber Gott, ich habe den schon zweimal gehabt. Wenn ich ihn den dritten Mal kriege, der wird mich auch beim dritten Mal nicht umbringen. Keine Panik. Ne? Viren haben auch ihren Stolz. Also, pff. Samir XRP, hallo MC Bro, danke, dass du Zeit für Community immer hast. Find es echt toll. Bin überzeugt, dass es bald klappt mit unserem Investition. Liebe Grüße an euch alle. Dafür muss man sich nicht bedanken. Ne? Ich mach's ja wirklich gerne, ne? Weil wärt ihr Arschlöcher, würde ich das nicht machen. Ne? Aber hier sind so tolle Menschen dabei und ich find's ja auch geil, dass ich euch geholfen habe durch den Bärenmarkt. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt wahrscheinlich von meinem Generve so einen im Hinterkopf gehabt, von wegen, ja, ich verkaufe meine Kryptos nicht, ist mir jetzt scheißegal, wenn der Arsch da, der da mich jeden Tag da voll labert, dass ich geduldig sein soll. Ihr habt ja schon das Ergebnis damals einmal gesehen, ne, im Januar, wo es wirklich gut war bei jedem, das Portfolio. Das war noch ein Witz dagegen, was im Bullenmarkt kommt, keine Panik. Und das finde ich geil, wenn ich den Leuten wirklich helfe, durch die beschissene Zeit zu überstehen. Und dann natürlich im Bullenmarkt, dass jeder seine fetten Profite, je nachdem natürlich, einfach aus dem Markt rauszieht und sagt, hey Marcello, weißt du was, dank dir habe ich es geschafft. Dank dir habe ich, Summe braucht man mir nicht sagen, fette Gewinne aus dem Bullenmarkt rausgeholt. Hättest du mir nicht im Bärenmarkt immer wieder die Ohren voll gesülzt, von wegen haltet durch, bleibt entspannt. Ich hätte hundertprozentig nicht so einen Gewinn gehabt, weil ich vorher schon raus bin. Das ist die größte Dank, den man mir geben kann. Mehr brauche ich gar nicht. Ich will kein Geld, ich will gar nichts haben von euch. Ich möchte nur haben, ihr seid glücklich durch den Bullenmarkt gekommen und ihr habt fette Gewinne abgeräumt. Psychobeule, alles gut. Wollte nur fragen, wenn wir schon da sind, morgen geht's weiter nach Bamberg. Ein langes Wochenende bei meinem Schwager. Oh, cool. Ja, nee, du, in meiner Situation im Moment nicht, ne? Stell dir mal vor, ich würde dich dann anstecken, ne, und du würdest dann da weiterfahren. Wäre ein geiles Wochenende, ne? Johannes, 18.09.24. Mehr sage ich nicht. Könnte passieren. Brillicoin, habe ich das richtig mitbekommen, MC? Du bist mit deinen Coins vom Ledger weggezogen. Nein, meine RC20-Token habe ich noch drauf, aber das ist auch nur der Grund, weil leider ich ein bisschen zu geizig bin, weil ich brauche dafür natürlich Summe X an Ethereum, um die komplett zu transferieren. Und das wäre mir zu teuer, dann wieder Ethereum zu kaufen, um das dann wieder auf eine Börse zu schicken später. Aber ansonsten, ja, das ist der letzte Bullenmarkt mit mir und dem Ledger. Danach hole ich mir Decent habe ich ja schon und dann Tangem scheint sehr, sehr geil zu sein. Also dann werde ich beim nächsten Bärenmarkt auf Tangem und Decent Hardware Wallet umstellen nur noch. Mercedes Checker, so mache ich es immer. Sanremo, natürlich hat Bitpanda USDC. Echt? Habe ich gar nicht gesehen bisher. Ich habe immer nur USDT gesehen. Ja gut, ich habe auch immer nur USDT gebraucht bei Bitpanda. Für andere Dinge. Okay, ja dann würde ich USDC nehmen, bevor ich USDT nehmen würde. Ganz klipp und klar. XRP Rocket. Ich hatte das falsch verstanden, weil du geschrieben hast, ich verkaufe die steuerfrei sind. Ach so, nicht an mich. Startrampe. Mensch, Johannes, ich möchte an meinem Geburtstag noch nicht noch 18 Tage warten, beziehungsweise ich habe mir eine Kusori XXL Turbo Blaze gegönnt. Aha. XRP Rocket, da hab ich gedacht, du willst welche an die Börse kaufen und hatte dann gefragt, welche steuerfrei sind. Ah, Startrampe. Die Taktik verfolge ich auch, womöglich. Der Grundstock behalten und rechtzeitig zukaufen, damit man die älteren steuerfrei verkaufen kann und trotzdem die Wunschmenge hat. Okay. Lord Goldini. Genau das. Ah. Ja, das, also das mit deiner Börse da, also ganz ehrlich. Nee. Ich meine, die wollen ja, dass ich bei denen Kunde werde. Und wenn die dann von mir erstmal 200 Euro verlangen, damit sie überhaupt meine Daten sich angucken.
Das ist schon ja nett, ne? Also, ich, damit du mir schreiben darfst, musst du mir jetzt pro Buchstabe 5 Euro immer überweisen, ne? Das ist eine Art Verifizierung bei mir. Alter, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, ne? 200 Euro für Verifizierung erstmal zu nehmen von hoffentlich bald neuen Kunden. Sanremo, mich würde viel mehr interessieren, auf welchem Ledger die geplante Zahlungsmöglichkeit von Elon Musk X-Plattform laufen soll. Ja, das ist wirklich interessant. Ne? Also Dogecoin hat er ja schon mal rausgenommen. Hat er ja schon gesagt, das wird er nicht nehmen. Da waren sie erstmal alle geknickt. Aber es könnte ja, in meinen Augen könnte es nur zwei Stück sein, ne, die er wohl ins Auge nimmt. Das ist einmal, kommt natürlich darauf an, was für Summen da drauflaufen. Es sollen natürlich auch hohe Summen drauflaufen. Und es kann ja nur die zwei bekanntesten sein, die das schaffen würden. Ne? Und das ist nun mal der XRP-Ledger und eben der XLM-Ledger. Aber gut, solange er nicht damit rausrückt, und ja, die Leute sind ja schon gekommen, oh, hast du schon das neue Profil von Elon Musk gesehen? Der hat ja blaue Augen jetzt. Ja, jetzt denken alle natürlich, das ist wieder Ripple und XRP dahinter, ne? Aber darüber hätte ich gern ein Leak. Warte einfach ab. Für mich ist es sowieso klar, was er nehmen wird, ne? Elon Musk kennt sich in der Finanzwelt sehr gut aus, ne? Man muss immer bedenken, er hat PayPal ins Leben gerufen oder er war einer mit der Gründer. Und der kennt sich sehr gut aus in der Finanzwelt und alleine schon, dass einige gedacht haben, dass er Dogecoin nimmt, ne, die Plattform. Aber also ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Ah ja, Elon Musk hat ja gesagt, das hat man mir letztens erzählt. Elon Musk hat aber gesagt, im letzten Bullenmarkt, Dogecoin wird der neue Bitcoin. Ah, okay. Johannes MC, du sagtest, dass du Best nächste Woche einkaufst. Ja, ich kaufe jede Woche einfach für 10 Schweizer Franken Best. Mehr aber nicht. Um mehr davon zu kaufen, warte ich bis nach dem Bullenmarkt, wenn der Kurs auch wieder unten ist. Mir ist der jetzt zu teuer. Da kaufe ich lieber zum etwas gleichen Kurs weiter XRP ein. Aus was für einem Grund kaufst du jetzt schon die Best? Machst doch sicher mit XRP mehr Gewinn. Sehe ich irgendetwas nicht richtig? Doch, das schon, aber du musst auch bedenken, ich kaufe ja erstens mal nicht die Masse von Best, ne? Bei mir sind das zwischen 50 und 100 Euro, was ich dann im Best immer investiere erstmal. Weil, wie du schon sagst, der Kurs ist auch schon dementsprechend, ne? Und ich werde natürlich auch weiter immer wieder XRP kaufen, ne? Wenn ich Best kaufe, kaufe ich automatisch auch XRP mit ein. Weil XRP, wie gesagt, da ist mir die Haltefrist scheißegal, weil wenn es losgeht, kann ich auch noch ein Jahr warten, bis ich diese Position, die ich bis dahin dann gekauft habe, eben verkaufen kann. Ne? LeeXRP. MC, gibt es Fortschriften beim Ledger? Langsam wird es knapp mit 31.8. Fortschritte. Weißt du, worauf ich warte? Hat man ja um einen Monat verzögert, ne? Dass hier endlich alle Knotenpunkte aktualisiert sind auf 2.2.0. Ja, du siehst, ich sitze voll in der Scheiße. Weil solange die nicht geupgradet sind, wird es hier auch nicht weitergehen, ne? Das ist nämlich das Problem. Und ein Monat zu spät, sie haben es verschoben, das sind Schweine. Von daher, du hast recht, es wird sehr eng für mich. Ah, da hat jemand auch schon gleich rausgesucht. Scheint auch ein Betrug zu sein. Naja, gut, ne? Wenn die von dir so viel Geld wollen, ganz ehrlich. Mavericks, Krypto-Scam, unsere Aufschlüsselung dieses Krypto-Betrugs. Ja, brauchen wir nicht gucken, ne? Alleine schon, wenn man 200 Euronen von einem will oder überhaupt irgendwie einsammelt PayPal. Oh, so Slot-Magic. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Nein. Mavericks ist wirklich. Nein, wie gesagt, wenn eine Börse von dir verlangt, dass du da irgendwie einen Cent hin überweist, damit man dein Konto verifiziert, ist alles kein Problem. Ne? Aber ich sag mal so: alles, was über 50 Cent geht, was sie haben wollen, da sollte man schon richtig googeln und bei 200 Euro natürlich die Alarmglocken angehen. Deswegen ist auch richtig, dass du hier das geschrieben hast.
Weil nicht nur ich kann dir helfen, natürlich auch die Community hier, ne, bei sowas. Und das ist schon echt brutal. Dreimal, wir sehen Ende August keine 5 Dollar. Ich halte trotzdem dran fest. Ob da was kommt oder nicht, lassen wir es mal überraschen. Hey, wenn der Prozess zu Ende ist, dann geht der Kurs eher auf 150 Dollar. Habe ich jetzt auch schon zu hören gekriegt heute, ne? Dann wird er auf 44.500% steigen. Der Chart sieht so geil aus dafür. Glaubst du mir nicht? Ja, dann musst du dem Analysten glauben, ne? Alter Schwede, ne? Was glaubst du, wie ich vollgebombt werde? Sanremo, ich bin seit Ende 2017 bei Bitpanda. Ich verstehe nicht, warum ihr Best kauft. Das ist erst ab einer gewissen Menge interessant, damit man einen Teil der Gebühren zurückbekommt. Bei kleinen Summen macht das nicht viel Sinn. Ja, aber vielleicht ist es ja so, dass er wieder die 3 Euro erreicht und dann sage ich mir, okay, dann verkaufe ich die. Das ist nur zum Spaß im Endeffekt. Natürlich weiß ich, dass du erst ab 5.000, dass sich wirklich lohnt oder natürlich, wenn du höher bist. Selbst die 1.000, die ich anpeile, lohnt sich nicht. Aber im Bullenmarkt verkaufe ich den Schmutz natürlich. LiXRP, leider. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, hundertprozentig. Ich sitze hier und ich habe es gesagt und ich halte mich dran. Johannes, fehlen nur noch 70 Streams bis zu meinem jetzigen Stand. Mal schauen, wenn du bei 220 Streams bist. Irgendwann bin auch ich mal nicht dabei. XRP, sprich mal Gurke. Psychobeule MC, deine Prognose für GameGPT würde mich interessieren. Ja, das Geile ist ja, der ist ja, oh, was soll ich sagen, der ist ja schon dieses Jahr auf 3 Cent hochgehüpft, ne? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe meine Wunschvorstellung mir einfach mal geholt von GameGPT, ne? Ich sag ja, bei dem einen oder anderen sollte man schon, oder ich, für mich immer 100.000 ist Minimum immer, ne? Muss ich haben. Und ich kann es dir nicht sagen, ich lasse mich überraschen. Wenn er bei 10 Cent ist, verkaufe ich alle und dann habe ich um die 10.000 Euro. Ist auch okay. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ne? Das ist so ein bisschen Spielkram. Aber wenn du GameGPT anguckst, das ist ja nicht nur KI, das ist ja Videogaming dabei und der könnte wirklich was werden, verdammte Scheiße. Ne? Der könnte wirklich was werden. Möchte ich nicht abstreiten. Aber er könnte natürlich auch auf Null gehen. Das ist halt, ja, Risiko jetzt. Aber ich sag mir, gut, das bisschen, was ich da reingesteckt habe, um die Summe zu erreichen, das Risiko gehe ich diesmal ein und schauen wir mal am Bullenmarkt. Ne? Aber wie gesagt, man muss immer bedenken, es ist ein RC20-Token natürlich. Ne? Und alleine wegen Ethereum könnte der natürlich auch extrem nochmal explodieren. Sanremo, okay, Best kann man im Bullenmarkt auch 300% machen, aber mit anderen Coins ist sicherlich mehr drin. Natürlich. Johannes, ja, fehlen diverse XRPler. Hoffe, es geht allen gut. Ansonsten alles Gute und gute Besserung. Auch an Doc mal wieder. Mercedes-Checker, U-Boot kommt nach Sinsheim ins Museum. Wahnsinn, der Transport 300 Tonnen und 50 Meter lang, alle Ortschaften gesperrt. Alle Leitplanken und Kreisverkehr werden abgebaut. Ach du Schande, okay. Ja gut, das ist ein tonnenschweres Ding, ne? Startrampe, Notiz an mich selbst. Hab vorhin bei den zu tätigenden Investitionen auch Dwell vergessen. Ja, GameGPT, ne, sage ich nur. Es war kein schlechter Tipp. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der hier kam, ne? XRP Junkie, MC, muss ich beim Auszahlen von mehr als 12.500 Euro bei Bison der Deutschen Bundesbank Bescheid geben und wenn die Coins bei Bitpanda gekauft wurden? Nein. Du musst nur Bescheid geben, wenn du über 12.000 oder 12.500 Euro aus dem Ausland kriegst oder ins Ausland schickst. Geld, nicht Coins im Wert von dem Geld. Bison ist eine deutsche Börse und da musst du den feuchten Furz machen dann. Ne? Egal, wo du die gekauft hast, die Coins. Es geht immer nur darum, um das Bargeld, ne? So gesehen. Ob du es aus dem Ausland kriegst oder ob du es nicht aus dem Ausland kriegst. Johannes, wenn wir ihren Stolz haben, warum hattest du denn schon zweimal das große C? Sorry, MC, aber der musste es jetzt sein. Ja, weil sie erstmal mich getestet haben, wie geil ich bin, ne? Irgendwas soll ja auch mal mich anfassen. Startrampe, heute beim Aufzugsdienst, nicht Auszugsdienst, Aufzugsdienst,
was Lustiges erlebt. Ein frisch operierter älterer Herr hat frisch aus der Narkose meine Wenigkeit mit jemand anderen verwechselt und mich wirre Dinge gefragt. Oh, ich will gar nicht wissen, was ihr im Krankenhaus macht mit den Leuten. Tribun, schönen Abend alle. XRP Rocket, ich sag jetzt schon mal vor dem Bullenmarkt vielen Dank für deine Expertise und deine wertvollen Tipps. Ach, da nicht für. Ich will nur hoffen, dass ihr wirklich fette Kohle macht. Das ist das Hauptziel bei mir. XRP Rocket, Tangem habe ich schon. Bin sehr zufrieden damit. Sehr zu empfehlen. Liebe Grüße. Dankeschön. Ja, ich muss mir das nochmal richtig angucken. Aber ein Bekannter von mir hat auch Tangem. Der ist auch von Ledger absolut weg. Und der sagt auch, das ist mega geil. Das ist mega geil. Ich so, du weiß ich noch nicht. Zeig's mir, wenn das leer ist, weil ich will nicht sehen, was du hast drauf. Wir reden dann im Bullenmarkt, wenn du fertig bist mit deinen Verkäufen. Johannes, MC, Metaco ist ja eine Firma, die digitale Werte speichert, absichert. Können du und ich da auch Kunden werden und unsere Coins sichern oder nur Großkunden? Danke. Ich glaube, die sind leider nicht für die Privatkunden, die sind nur für die Big Player gedacht. Simbo, MC, hab Ledger, Decent und Tangem. Letzteres kann ich bedenkenlos empfehlen. Okay. Magic Mike, ich bin total frustriert, da mein Geld immer noch nicht in der Buchhaltung, immer noch in der Buchhaltung hängt. Freie Mitarbeiter werden auch immer verarscht. XRP, Veracity, Alchemy und VeChain steigen und steigen. Bestimmt steigt der Markt nächste Woche noch mehr. Samstag soll ja Trump auch noch Rede halten bei Bitcoin und Kryptos. Das kann gut schieben. Ja, es könnte einen kleinen Push noch wieder geben. Da gebe ich dir recht. Und du hast natürlich keine Kohle, um zu kaufen. Das ist echt böse, sowas. Ne? Das kenne ich ja von früher auch. Ich bin immer sowas von ausgerastet dabei. Ne? Hier, 10. Wo ist die Kohle? Ja, scheiße. Am 25. dann erst gekriegt und so ein Scheiß. Johannes, die Kosori XXL Turbo Blaze kostet bei uns in der Schweiz 106 bis 148 Schweizer Franken. Sieht aber auch gut aus und soll auch sehr gut sein. Viel Spaß damit. Sanremo, das Ziel von Musk ist ja, dass er 50% des US-Zahlungsmarktes in Retail-Markt abgreifen. Ich traue ihm das auch zu. Ich traue ihm das absolut zu. Holiday Diver, bewölkte Grüße aus dem Schwabenland. Schwäbischer Mexikaner. Diver. Ja, ist nicht so schön wie bei dir sonst, ne? Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Auch das Wetter ist perfekt. Anton XRP, moin, Magic Mike, genial mich, Johannes. Also, ich habe schon 6 Best Geschenk bekommen. Lohnt sich. Ja, natürlich, ne? Aber wie gesagt, hat Sanremo natürlich recht, ne? Wenn wir andere Coins kaufen, kriegen wir natürlich wahrscheinlich mehr Prozente. Aber warum nicht? Brillicoin, $150 wäre so gut, aber bitte bald. Nein, das wird nur mit Verwendung kommen. Das kommt nicht wegen dem Prozess zu Ende und die Leute flippen aus und charttechnisch, bla bla bla. Na, also nein, das kommt nur mit Verwendung. Und von daher muss man einfach abwarten. Aber wie gesagt, wir haben nun mal jetzt beschissene Jahre im Endeffekt vor uns. Ne? Es könnte 24 jetzt losgehen, es könnte 25 jetzt losgehen. Wir sind so nah dran. Aber es könnte auch erst 26 losgehen, ab Januar, Februar. Wer weiß das? Das weiß keiner. Das ist das Problem. Das sind diese 3 Jahre oder diese 2 Jahre, sage ich mal, müssen wir einfach nur abwarten. Länger darf es eigentlich gar nicht mehr dauern. Olli, ist es nicht einfacher, alles in USDC und später den neuen von Ripple zu swappen? Das meiste, was ich im Bullenmarkt verdiene, sofern es überhaupt einen Bullenmarkt gibt, investiere ich eh wieder. Solange du dafür immer die Belege auch hast natürlich und die zusammenführen kannst, ist das alles gar kein Problem. Ich würde noch nicht so viel mit Ripple Stablecoin umgehen, ne? Weil ganz ehrlich, der kommt erst auf den Markt. Da würde ich lieber, ganz ehrlich, ihr wisst, wie bescheuert ich mit Ripple bin, ne? Gar keine Frage. Aber ich würde da wirklich nochmal 6 Monate abwarten, bevor ich dann überhaupt sowas in Erwägung ziehe, dass ich alles in oder überhaupt einen Teil in den Ripple Stablecoin rüberbringe. Ne? Weil der kommt frisch auf den Markt. Wer weiß, was da los ist. Startrampe, Land, Leute, kauft, Land, liebe,
Liebe vergeht, Hektar besteht. Ja, die Frage ist dann aber wieder, wo soll man Land kaufen, ne? Oder Immobilien, zum Beispiel mein Nachbar schräg gegenüber, der verkauft seine Hütte, Energieausweis G hat der, naja, so richtig geil isoliert, für 500.000. Da würde ich doch niemals kaufen. So, meine Lieben, 21.20 Uhr, Olli, ich bin Ripple Jana, ich mache es nur mit Ripple und MC. Das ist ein bisschen, ja, ne, pervers. Johannes, so, liebe Leute, auch wenn es super toll ist, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und jetzt ist die Zeit da, um Schluss zu machen. Piep, 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 21.20 Uhr. Gute Nacht und schlaf gut. Bis morgen Abend. Tschüss. Morgen um 20.20 Uhr bin ich natürlich, auch wenn es vielleicht sehr schwer fallen wird mir, aber es ist mir egal, ich bin dann hier. Bin ich natürlich hier auf Twitch für euch wieder da und sage damit auf Wiedersehen. Olli, Perversion, gute Nacht und danke.